Hallo zusammen, wir haben eine ganz einfache Gleichung gegeben. 5 mal s plus 7 ist gleich 7 und ich möchte euch anhand dieser einfachen Gleichung erklären, wie ihr solche Gleichungen lösen könnt, um die Variable zu erhalten. Die Variable ist hier das s. Wir wollen uns s berechnen. Okay? Stell dir eine Gleichung immer wie eine Waage vor. Wir haben auf der linken Seite eine Waagschale und wir haben auf der rechten Seite eine Waagschale. Dazwischen steht ist gleich. Das bedeutet, in beiden Waagschalen ist das Gleiche drinnen, auch wenn links viel mehr steht als rechts, aber die Waage ist im Gleichgewicht. Und wir machen Äquivalenzumformungen mit Umkehroperationen, sodass wir langsam das S alleine stehen haben. Achten aber immer darauf, dass in den Waagschalen das Gleiche drinnen bleibt. Okay? Uns stört beim S der 5er und der 7er, beide Zahlen müssen weg. Und wir müssen uns überlegen, beginnen wir den 5er wegzubringen oder den 7er wegzubringen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir keinen Fehler machen. Was gehört zuerst weg? Stell dir das vor wie eine Zwiebel, die du schälst von außen nach innen. Du hast verschiedene Schalen. In der Mitte drinnen sitzt die Variable, sitzt unser S. Und wir wollen zu dem S gelangen und müssen von der zuerst die äußerste Schale wegnehmen, dann die nächste, um zum Kern zu bekommen. Was ist weiter weg vom S? Der 5er oder der 7er? Und es ist ganz klar, das musst du dir merken, eine Punktrechnung ist immer stärker mit der Variable verbunden als eine Strichrechnung. Man sieht es ja auch am Rechenzeichen. Mal und dividiert ist ein kleiner Abstand. Plus und Minus macht ja schon optisch einen größeren Abstand zur Variable. Das bedeutet, der 7er steht weiter weg von unserer Variable. Und somit müssen wir mit dem 7er beginnen. Das ist unsere äußere Schale. Wir wollen 7 wegbringen. Es steht plus 7 da. Na, logischerweise rechnen wir minus 7, denn damit ist der 7er weg. Wir deuten das auf der Seite an mit einem Strich. Das bedeutet, wir machen jetzt eine Äquivalenzumformung mit der Gegenoperation. Wir schreiben minus 7. Das bedeutet, wir haben auf der linken Seite jetzt stehen. Wir haben auf beiden Seiten das Gleiche getan. Somit haben wir wieder die Waagschalen im Gleichgewicht. Weil wir auf beiden Seiten 7 wegnehmen. Deswegen dürfen wir immer noch ist gleich schreiben. Und nun ist es wunderbar, wir erkennen, diese beiden 7er fallen weg, plus 7, minus 7, hebt sich auf, ist 0. Somit steht nur mehr 5 mal s hier. Und auf der rechten Seite steht 7 minus 7, das ergibt 0.
Und unsere Gleichung ist schon einfacher geworden. Sie ist wieder im Gleichgewicht. In beiden Waagschalen liegt das Gleiche drinnen. Okay? Der Fünfer stört uns. Wie bekommen wir den Fünfer weg? Mit der Gegenoperation. Die Gegenoperation zum Mal ist dividiert. Genauso wie es hier vorher von Plus zu Minus war. Das ist auch die Gegenoperation. Geht natürlich in die andere Richtung auch. Die Gegenoperation von Minus ist Plus und die Gegenoperation von dividiert ist Mal. Hier haben wir aber eh einige Beispiele in dieser Playlist, sodass du das der Reihe nach üben kannst. Wir dividieren durch 5. Äquivalenzumformung, wir schreiben es an. Somit steht auf der linken Seite 0 auf der rechten Seite 0 geteilt durch 5. Okay, auf der linken Seite, Waagschale muss ich noch einzeichnen, Entschuldigung, wir sind noch immer in der Waage und das Ist-Gleichzeichen stimmt. 5 mal S durch 5 Gegenoperationen heben sich auf, fällt weg, somit bleibt das S alleine stehen. Ist gleich und 0 geteilt durch 5 bleibt auch wieder 0. Somit erhalten wir das Ergebnis S ist gleich 0. Unsere Variable ist gleich 0. Durch unsere Äquivalenzumformungen, das Schälen der Zwiebel von außen nach innen, sind wir zu unserer Variable gekommen und haben hier unser Ergebnis. Alles klar?